Hey Leute, willkommen zurück zu The Evil Within, The Assignment. Ja, ich habe das zweite Sicherungsteil gefunden, aber gerade so geschafft. Es war so ein Vieh hinter mir her mit so einem Haken auf dem Rücken. Die kennt ihr alle schon, ganz ekelhafte Gesellen sind das. Die haben mir mit Sebastian das Leben schwer gemacht. Kidman muss zum Glück nicht so viel kämpfen, sie kann einfach durchschleichen. Das ist alles ganz cool bei ihr. Oh, ein Speicher, sehr gut. Zack. Damit haben wir wohl das zweite. Yay. Das habe ich gehofft. Und wenn ich dann alle drei habe, dann geht das dritte auf. Das hier in der Mitte, wo Joseph durch ist. Warum auch immer das hinter ihm zugefallen ist, finde ich ein bisschen... Ne? So Hinhaltetaktik. Von Uguvik, sage ich jetzt einfach mal. Ach, guck mal da. Das ist das letzte Teil. Oh Mann. Aber das hier ist halt richtiger Horror. Das finde ich cool. Das ist halt wirklich gruselig und man kann sich nicht wehren. Man muss sich verstecken oder... einfach schlau sein und die Gegner umgehen. Was hier? Aha. Ist da nochmal so ein... Ich möchte gerne noch den Brief Nummer 5 haben. Beim Kastenkopf. Safe da, Dingens. Ne? Weiß gar nicht, ob hier noch einer ist. Ich hoffe es zumindest. Ach, guck mal, wie schön. Da kommen Stacheln raus. Ah, die ist zu. Da finde ich jetzt... Genau. Cool. Das ist mir alles zu ruhig. Oh Gott, ist das Ruvik? Ich will nicht, dass Ruvik jetzt kommt. Ich glaube, die wird auch nicht aufgehen, die Tür. Ja. Was? Oh, nee. Nein! Nein. Alter Schwede, ich lock den jetzt mal hierher. Vielleicht kommt er ja und ist so doof. Kommst du her? Ja, komm her. Komm her, fein. Oh nee. Alter, Schwede. Bam, tritt ihn mal. Genau, Kidman. Oh, oh nee. Alter, renn. Nicht ducken. Komm her. Oh Gott, sie erholt sich auch nicht so schnell. Nö, nö, nö! Oh Gott! Oh! Du kannst doch keine Frau verprügeln. Alter Schwede, er haut sie echt zu Klump, ne? So eine Arschbratze. Sag mal, da haut er die echt. Muss ich jetzt entkommen oder muss ich die töten, die Typen? Oh nö. Ah ja. Aha. Da war eben gar nicht tot, oder was? Bin ich jetzt hier raus? Aha. Oh Gott. Will ich die irgendwie kalt machen, oder muss ich die umgehen? Wie ich das Spiel kenne, muss ich die umgehen. Voll erwischt. Achievement. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe sie beide getötet. Mit einer Flasche. Trotzdem traue ich dem Braten nicht so ganz. Mhm. Nee, das war's echt. Habe ich gut gemacht, ne? Ja, da klopft die schon wieder. Was wollen wir wetten, dass die jetzt gleich alle rauskommen? Komm schon. Up das Ding. Wunderbar. Oh Gott. Oh Gott. Alter.
Geh weg! Geh weg, du hässliche Schnepfe! Oh ne, jetzt kommen die alle raus. Nein, nein, nein! Ich kann nicht mehr laufen. Oh ja. Ich hätte durchsprenten müssen. Durchsprenten! Durchsprentlingen! Geht schnell, ne? Zwei Treffer tot. Serbian Psycho? Ich kenne nur Serbian Horror, der ist richtig krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm, geh rauf. Hoff nur, die kommen jetzt nicht hinterher. Alter Schwede. Zack, dritte Tür. Oh Mann. Ich hab den Brief Nummer 5 verpasst, das ärgert mich jetzt wirklich, Leute. Aber ich hab ihn doch letztes Mal, hab ich ihn da nicht gefunden? Und hab's jetzt halt nur wegen dem Speicherpunkt nicht mehr gehabt. Das ärgert mich. Ja, der Speicherpunkt, bevor ich diese Typen da im letzten Part nochmal zacken musste mit der Axt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach komm, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, eigentlich schon. Eigentlich finde ich's doof, weil ich hätte gerne den Brief gehabt. Die Brieffragmente. Was ist das hier? Ah. Heute ist etwas Überraschendes passiert. Er war in der letzten Gruppe von Testsubjekten. Nur ein Patient, der brabbeln und vielleicht sterben würde. Patient 105, Leslie Withers. Ruben hatte ihn als nutzlos aussortiert. Aber er muss es gewusst haben. Er wusste, ich würde seine Aufzeichnungen lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Aber dieser Leslie, er kam ruhig und ausgewogen zurück und konnte von seinen Erfahrungen berichten. Dank seiner einzigartigen Pathologie konnte er den Stem unbeschadet überstehen. Sie wissen nichts von seiner Existenz, aber ich bin sicher, er ist der Schlüssel. Wenn wir alle das Bewusstsein teilen, dann sollte ich mit ihm den Stem nutzen und vielleicht sogar die unschönen Aspekte davon unterdrücken können. Mit ihm kann ich die Technologie meistern, an deren Erschaffung ich mitgewirkt habe. Mobius wird meinen Wert erkennen und mich weiter in seinen Reihen aufsteigen lassen. Glaubst doch nur du, ne, Jimenez? Bist ja eh tot, ne? Oha. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Oha. Ja, ich. Ach so. Sehe schon. Aha, wir haben eine Tür aufgemacht. Glaubst du, Joseph? Wir haben bestimmt nicht viel Zeit. Vielleicht findest du einen Weg hier raus. Ja, dann komm doch mit. Ich habe doch einen Weg gefunden, Mensch. Joseph? Ja, Kätzchen. Oh, Kätzchen. Ich kann wieder speichern. Das ist so geil. Die kleine Katze. Komm her. Kätzchen. Oh. Wir haben auch immer so eine Ledercouch hier rumsteht mit dem Kätzchen. Oh, Kätzchen. Du musst leider wieder runter. Oh, es ist so knuffig. Eine Katze. Oh, Leute, wir holen uns hier auch bald eine Katze. Als Haustier. Vielleicht auch zwei. Mal gucken. Hauskatzen natürlich. Die kann ich mich dann den ganzen Tag kümmern und knuddeln und streicheln, wenn mir danach ist. Ich komme, Sebastian. Ich komme. Sag mal, wie hoch ist denn das hier? Treppen steigen. Davon kann ich ein Liedchen singen, ne? Oh, warte. Bevor ich da weitergehe. Mal hier aufmachen. Ich wette, da ist noch was hinter. Vielleicht ein Safe? Oh, was ist das? Ach, da muss ich das richtige Symbol zuordnen, oder was? Nee, das ist falsch. Oder? So, vielleicht. Na weg noch ein bisschen. Nee. Wie ist denn das Symbol? Das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, so auch nicht. Das hier müsste es sein, oder? Ach, warte, die muss ich drehen, oder wie? Ja. Ah, genau. Hab's. Ich hab's verstanden. Was haben wir da? Noch eine Aufzeichnung. Sie haben andere Forschungsprogramme zu unserer Unterstützung abgestellt. STEM genießt absolute Priorität und steht über der Forschung anderer Abteilungen. Chemische und botanische Studien zielen nun darauf ab, die Subjekte auf die Verbindung vorzubereiten. Jetzt, da der Prototyp funktioniert, gehen alle Experimente weiter. Nach der STEM-Integration werden die Patienten umfassend befragt. Ihre Pathologien beeinflussen zwar ihre Erlebnisse, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sie erleben alle die gleiche Umgebung, die gleichen Ereignisse. Die Welt, in der sie leben, wird mit jedem Besucher größer. Das legt die Vermutung nahe, dass Teile des Bewusstseins der Nutzer im STEM zurückbleiben. Und so die Umgebung erschaffen. Es ist, als würde im Inneren eine neue Welt entstehen. Ich finde das voll interessant übrigens. Stell ich mal vor, jeder bringt so seine eigene Interpretation einer Welt mit rein. Und wenn es halt solche Hirne wie Ruben sind, dann, also die von Ruvik, dann sind das sehr kranke Welten scheinbar. Haben wir ja gesehen im Hauptspiel. Eieiei. Bei mir war wahrscheinlich alles ganz... Ich weiß gar nicht. Was wäre denn meine Welt? Ich muss gerade überlegen. Wie würde das aussehen? Wahrscheinlich nicht so horrormäßig wie hier. Sie lassen sich verwirren. Ich habe Sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich versteh's nicht. Was passiert hier? Ruvik weiß, dass Sie hier sind. Er nährt sich von Ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective... Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entbehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Joseph zu töten, wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen Sie stellen. Wie alle, wenn Sie erfahren, wonach Sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und Sie enttäuschen uns. Alles okay bei euch? Alles okay. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. Ich werde dich umbringen, Kidman. Muss ich den wieder anlocken jetzt? Oh ne, da läuft er von selbst. Ich glaube, der läuft von selbst rum. Du wirst mich nicht umbringen, du Arsch. Da drüben liegt noch eine Axt, oder? Oh Gott. Joseph? Kannst du mal bitte aufhören, mich umbringen zu wollen? Sieht er mich hier durch die Wand? Oh Gott. Hältst du mich für dumm, Kidman? Weiß nicht, Joseph, bist du? Bist du dumm? Ich sehe ihn nicht mehr. Da.
denn da? Wo läufst du hin? Joseph! Geht's hier raus irgendwo? Zeig dich, verdammt! Ja, komm halt her! Ich sehe ihn ganz schlecht. Ich sehe gerade noch den Kopf so ein bisschen. Oh oh. Du kannst dich nicht verstecken. Mach mal die Lampe lieber aus ein bisschen. Weit kannst du nicht sein. Doch, doch, ganz weit. Du kranker Arsch. Was ist mit dir nicht richtig? Oh oh. Du kannst dich nicht verstecken. Ja. Du kannst dich nicht verstecken. Doch, doch. Oh, da ist noch ein Tonband. Nein, 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 Joseph. Böser Joseph. Aus. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Nein, nein, nein. Oh, nö. Joseph, du Penner. Tritt hier in den Sack. Okay, die Axt hat sie nur so provisorisch dabei. Weit kannst du nicht sein, hab ich dich. Nicht schießen. Nicht schießen. Achso, du hast die Knarre ja zerlegt, ne? Weit kannst du nicht sein. Hab ich dich. Nee. Geh weg. Hör mal ein bisschen schöne Musik, ja? Die Claire de Lune. Weit kannst du nicht sein. Hab ich dich. Die hast du gar nicht. Mann, du Penner. Weit kannst du nicht sein. Hey! Komm schon, Joseph. Na, wo ist die Musik? Such die Musik. Oh. Fick dich, Kidman! Nein. Oh, das war dumm. Hab ich dich. Nein, hast du nicht. Oh. Alter. Lauf, Kid. Weit kannst du nicht sein. Ich sag doch, der schießt bestimmt, wenn er mich erwischt. Oh Gott. Bist du doch Schwein. Sei kein Feigling. Komm her, verdammt. Du hast eine Knarre. Ich bin kein Feigling, ja? Arschkoffer. Hey! Bist du das, Kidman? Nö, deine Mutti. Da bist du ja. Nein, nein, nein. Alter. Weit kannst du nicht sein. Doch, doch. Was ist das denn? Wow. Das blendet ja. Gut zu wissen. Hier drüben. Na komm. Renn nicht weg. Stirbt! Scheiße! Sag nicht immer das böse Wort mit F, du Arsch.
du nicht sein. Ach doch, ich bin schon ganz weit weg. Ganz weit weg bin ich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Doch, da ist er. Da ist er. Du Rattenkopf. Oh Gott, Leute, ich überziehe gerade. Aber ich mache jetzt noch weiter, komm. Die Minute gönne ich mir noch, bis ich den Arsch getötet habe. Wie oft muss ich denn noch draufhacken? Warum hackt sie auch nicht auf seinen Kopf? Sag mal. Ich weiß, dass du hier bist, Kidman. Stimmt gar nicht. Oh nein. Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Nö. Hallo? No. Verdammt! Oh, Joseph, du Arschbacke. Warum zwingt ihr mich dazu? Verdammt, Joseph! Du hättest dich nicht einmischen sollen! Gibt es Taten, für die sie sich schämen? Yay, und ich hab eine Knarre, Leute. Moment mal. Das Haus. Nein, das kann nicht sein. Was für ein Haus. Na gut, Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal für weitere Fragen. Ich beende den Part hier. Oh Mann, ich muss mich die ganze Zeit beherrschen, nicht zu husten. Ja, wäre schön, wenn ihr mir ein bisschen Liebe da lasst. Schreibt mir was Nettes unter das Video und einschalten nicht vergessen zu The Evil Within, The Assignment.